Catch uns noch bis euch und herzlich willkommen zu einer neuen Video von den Disney-Episode Call of the Vanguard Warzone Season 2. Oder auf Deutsch gesagt Saison 2. Wow. Alright, Leute, ich bin hyped auf die neue Season. Hoffentlich ist es mehr als nur ein 20-Euro-Skin im Shop und drei gleiche Modis, die nur einen neuen Namen haben. Okay, Leute, wir sind im Hauptmenü. Es ist immer noch unscharf. Wollen die mich verarschen? Gonde Blanca 24-7. Gondola und Casablanca in unterschiedlichen Modi und Temp. Tempi? Warte mal, wollt ihr mir gerade wirklich weiß machen, dass sie einfach einen neuen Battle Pass rausgebracht haben und eine neue Map? Das war's? Champion Hill Single und zu haben. Spieler treten in einem intensiven, rundenbasierten Turnier an, das letzte Team gewinnt. Single und zu haben. Alter, das ist ja ein Modus für mich. Legendär. Abschusskamera-Design. Boah, wow, das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Alright, Battle Pass Stufe 100 ist dieser Skin hier. Der unscharf ist Casablanca, Angriff mit 8 gegen 8 Stellung. Ey, das ist eine Shisha. Alright, alright. Erster Eindruck von der Map. Sieht sehr groß aus. Erinnert mich eigentlich an... Die heißt Flash Gordon. Erster Eindruck sieht ziemlich so... Versteht ihr? Wir sind im Vorteil. Wir sind im Vorteil. Man kann auf der neuen Map irgendwie den Spider-Man machen und von Dächern springen. Okay, also ich kann von hier darüber springen. Ich gehe von hier außen rum, obwohl... Oh mein Gott, wie weit geht die Map bitte? Da geht's weiter? Okay, die Map ist gigantisch groß, fuck. Also hier ist so der Mittelfeld. Hier ist also der ganze Spaß, I guess. Ja, also Leute... Ja, es gibt... Ja, oh mein Gott. Guck mal, was ist hier... Von wo? Nein, das ist komplett scheiße. Du kannst oben die ganze Zeit chill, überall hinlaufen, überall jumpen. Das ist doch pure Scheiße, what the fuck. Hier sind noch keine Affen, die hier hin und her springen, Alter. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Guck mal, ich kann von hier... Okay, von hier kann ich nicht springen, okay. Ich hab Angst. Kurz Panzer... Oh, da ist jemand, da ist jemand. Ist AFK? Ist AFK? Der wollte sein Team mitretten. Du bist aber gestorben. Ich verstehe einfach nicht, warum Call of Duty es nicht mehr hinbekommt, gute Maps zu machen. Also, what the fuck? Was ist bei euch los? Damals waren so gute Maps am Start. Ah, jeder hat jeder... Guck dir diese Jumps an. Bei den alten CODs war immer jede Map richtig nice. Und hier? What the fuck? Okay. Der Buddy hier spielt mit Raketenwerfer. Nice. Kann ich von hier... Oh mein... Von wo? Ja. Das ist die neue Map, Freunde. Das ist die neue Map. Nice, ins Knie geschossen. Könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, Leute, wie ihr die neue Map findet. Ich finde sie auf jeden Fall nicht, ja, ist scheiße. Wirklich, es ist komplett... Ja, guck mal, überall. Du hast überall gerade so getroffen werden. Guck mal, ich wusste nicht mal, dass es da einen Weg gibt. Ich sag dir gerade, guck mal, hier oben, guck mal. Was sind das hier für Wege? Ach, hier geht's auch noch runter, natürlich. Hier gibt's natürlich noch eine Brücke und alles. Ja, natürlich. Was gibt's denn auf der neuen Map hier nicht? Oh mein Gott, Enkel. Let's go, Flammenau, Teddybär. Let's burn these motherfuckers. Okay, ich hab reingeschissen. Kommt alle zum Panda-Burn, ich will euch brennen sehen. Oh yeah. Heute gibt's Geschnetzeltes. Verbrennt. Ah. Das war ein kurzer Spaß. Panzerplatten rein. Und rein geht's. Für Nadia, oh mein Gott. Ich bin in der Stellung. Und. Einmal bin ich in der Stellung. Sofort gewinnen wir. Easy peasy. Ich wusste, dass ihr es könnt. Die Fresse. Ah, es gibt Gondola und Casablanca. Deswegen heißt es Conda Blanca. Wow, Alter. Zwei Maps im neuen Update. Boah, COD, Alter. Kommt mal ein bisschen runter. Alright, Leute. Gondola ist die zweite mit einer Schneemap. Okay. Ich bin mal gespannt. Vielleicht wird sie besser sein. Und wie besser sie sein wird, werden wir in 7, in 6, in 5, in 4, in 3, in 2, in 1. Erfahren. Oh mein Gott, was ist denn das jetzt für eine Kacke? Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Das sieht aus wie so eine Battlefield-Kampagne. Okay, ich gehe mal hier außen rum. Vielleicht kann ich die Gegner ja von hinten überraschen. Okay, diese Höhle, das sieht cool aus, die Höhle. Das ist nice. Okay. Und dann beginnt die Scheiße hier. Oh mein Gott, was ist das? Oh mein Gott, die Mitte der Map sieht wieder komplett kacke aus. Da ist jemand. Alright. Einer ist oben. Gut, die kann man hoch. Let's go. Lösch die, ganz ehrlich. Halt die Fresse. Die Map hasse ich jetzt schon, Leute. Es ist eine Sniper-Map. Ich kann nicht snipen und ich hasse Sniper-Maps. Okay, ganz ruhig. Die spielen wir trotzdem. Ey, jede Map hat eine Chance verdient, irgendwie gespielt zu werden und beurteilt zu werden von mir. Beruhig dich. Also man muss schon sagen, es sieht schon geil aus, die Map. Ne? Vom Design her ist sie ganz schick, aber ne, es ist halt...
ist halt eine Sniper-Map und eine Sniper-Map bleibt halt kacke. Es ist halt wirklich einfacher mit Messer zu kämpfen, als mit der Waffe. Flash Gorn ist wieder drin und irgendwie hat er mein Messer verschluckt. Wo ist mein Messer hingeflogen? Okay, einfach nicht da. Perfekt, Digga. Let's go. Anfordern während aktivierten Feindspionageabwechslung nicht möglich. Wir haben es ja noch noobfreundlicher gemacht. Junge, irgendwann gibt es in COD die Möglichkeit, dass du in Einstellungen einen Bot aktivieren kannst, der für dich spielt. Ich sag's ja so, wie es ist. Ein fucking Autopilot in Call of Duty. Holy shit. Kann man hier runterfallen? Ja, kann man. Also, falls ihr mich fragt, welche von den zwei Maps die bessere ist. Okay, das war... Oh, das war's. Okay. Ey, eins in den Chat, wenn das jetzt richtig swaggyhaft war. Und das auch noch. Let's go. Falls ihr mich fragt, ich finde die erste Map auf jeden Fall tausendmal besser als die zweite hier. Gut, liegt vielleicht daran, dass es eine Sniper-Map ist, aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Map findet, beziehungsweise wie ihr die beiden Maps findet. Habt ihr sie schon gespielt? Habt ihr schon den Battle Pass gegönnt? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Ich werde es mir eh nicht durchlesen. Ja. Du kannst hier nicht durch die Mitte pushen. Du kannst... Oh mein Gott. Ja, Junge. Ja, oh jetzt... Ja. Aha. Nice. Warte mal, ich will ja hier mal mitfahren. Mitfliegen wollte ich... Ich hab doch nichts gemacht. Einmal werde ich mit der Gondel fahren, Leute. Einmal werde ich mit der Gondel fahren. Ich sag's so, wie es ist. Da hinten ist Marshall. Da hinten ist Marshall. Okay, okay. Drei Liniengewehr. Jetzt hole ich die Sniper-Skills raus. Let's go. Hardscopen. Haben wir noch Hardscopen? Headshot. Hardscopen. Was? What? Und Gott holt mich. Let's go. Ja, Leute, schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Maps findet. Ich hab die Killcam. Wait, was für eine Killcam habe ich? Ich hab scheiße gespielt. Haben sie die Killcam gefixt? Die haben die Killcam nicht gefixt. Auf jeden Fall euch immer sagen, das ist das Video. Lasst gerne liken, aber das schaut gerne auf Twitch, weil es nämlich jeden Montag und Sonntag 16 bis 18 Uhr. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. I'm all in. Brody on the line, I'm tapping in. Got out here pulling the strings for me. A girl on the line, she feeling me. Preoccupied by the motivation. Put in the time, pay the entry fee. Bro on the rise, yeah, he kinda nice. Inside of my mind, I'm with real as me. Krieg ich wenigstens meiste Mehrfachabschüsse, bitte. Und wieder jeder MVP. Alter Junge, ich könnte kotzen, könnte ich Drecks spielen.